Ich mach mal 2, 3 auch nochmal irgendwie zu unserem Wilhelmsburg, zum Lokalkolorit. Ne? Ja. Die Bühne 13. An dessen Haltestelle geht es oft nicht voran. Der Metrobus mit Überlänge und Ziehharmonika-Falken. Gelenkbus mit Rotationsfläche. Das ist der Wilhelmsburger Treffpunkt des öffentlichen Nahverkehrs. Dieser Bus verkehrt völlig verkehrt. Der Fahrplan ist eher ein Orientierungsangebot für das Großstadt-Dschungelcamp. Mütter mit Kindern werden nicht nur von ihren Männern, sondern auch vom Busfahrer stehen gelassen, wenn schon 3 Kinderwagen im Bus sind. Niemand ist hier berühmt, aber alle sind Stars und wollen hier raus. Yeah. Eins zum Bus noch, Schicksalsbus. Hat jemand eine Lesebrille da, so 1,5 oder 2? Ja, ich habe 2 hier. Ich glaube, die ist ein bisschen stark, aber kann ich ja mal versuchen. Oh, super, das geht ja? Schon. Ja, ja. Schicksalsbus. Ich sitze mal wieder im Bus. Lausche den Stimmen, die mich umwehen. Komm aus der Stadt zurück, voll Verdruss. Da erblick ich dich. Im Herzen ein Stich, es ist um mich geschehen. Unser Bus ist so lang, wo bist du hin? Ich suche deinen Blick. Die Sehnsuchtsdose im Herzen öffnet sich mit einem leisen Klick. Ich mach mich auf den Weg zu deinem Lachen, deinem Haar. Deine Locken und dein Style, so völlig wunderbar. Ich geh an dir vorbei, setz mich wieder hin, macht alles keinen Sinn. Seh dich von der anderen Seite, du scheinst eine ganz Gescheite. Ich bin ganz weg, hat keinen Zweck. Du steigst aus, ich sag kein Wort, wo find ich dich jetzt in diesem Ort? Ach, jetzt ist mir kälter so allein, das darf doch nicht alles gewesen sein. Morgen fahr ich 13 Marathon, bis du auftauchst, meine Sonne. Ich geh nicht zur Arbeit, kaufe eine Tageskarte und fahr im Kreis herum, bis zur Nacht ich warte. Denn ich denke nur an dich, lass mich nicht im Stich, ich bin bereit für eine neue Ewigkeit. Steig ein in diesen Bus, mein Leben, und ich setz mich dann auch daneben. Toll. Jetzt sind wir mit dem Bus gefahren, jetzt habe ich noch eins, innere Reise. Wenn man mal so in sich geht, ja, und das Leben an sich vorbei passieren lässt, was man schon alles so erlebt hat und wie man eigentlich innerlich mal weiterkommt, ohne jetzt Bahnfahrkarte, versteht sich, ja. Die Reise führt weiter. An den Orten der Niederlage vorbei, dem Stolz eine warme Jacke gestrickt, damit er Ruhe gibt, die Furt der Schuld durchwartet, wenn auch mit Atemnot dort, wo das Wasser hochstand. Aus dem Brunnen der Kränkung einen ordentlichen Schluck getrunken, damit ich bald den Grund erkennen kann. Der letzten Verwundung einen frischen Verband angelegt, damit die Narben mich nicht zerreißen. Dem Engel, der mir begegnete, der nur einen Flügel hatte, dem habe ich gedankt für die Erkenntnis der Schönheit des Unperfekten. Den liebevollen Blick, das zarte Wort, die helfende Hand in die Schatztruhe des Herzens gelegt. Den Wegweisern zum Heil, auf denen ganz verwittert zu lesen war, vorwärts. Meist gefolgt und sich dann doch Umwege erarbeitet. Wir ziehen vorbei an materialistischen Fallenstellern, lassen uns begleiten von spirituellen Pfadfindern, um den Weg zum Ganzsein zu finden. Denn der Weg zum Ganzsein führt vielleicht auch heim zu Gott, der uns schon immer entgegenkommt. Dabei hilft Heiterkeit und Herzensruhe. Hoffnung keimt auf, das Ende des Heilsweges könnte ein Anfang des Ewigen sein. Da wir gerade in der Abteilung Theologie sind, bringe ich noch einen dazu. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich bete für dich. Du wirst traurig sein, wenn du Charakter hast. Du hast es gut gemeint, wenn du ein Idealist bist. Du wirst ewige Tränen weinen, wenn du verletzlich bist. Du wirst auf die Allmächtigkeit verzichtet haben, wenn du kein Despot bist. Du wirst dem Chaos zuschauen, wenn du nicht daran zerbrichst. Du wirst auch Schönes finden, wenn du genau hinguckst. Du wirst aber nicht zufrieden sein mit dir und uns,
wenn du uns ähnelst. Du wirst uns brauchen und wir brauchen dich, wenn du mit uns verwandt bist, wie Bruder und Schwester, Mutter und Tochter, Vater und Sohn. Wechseljahre. Ich ermutige Menschen, sich mit mir neu zu befreunden. Werde neugierig, andere Lebensgeschichten kennenzulernen. Auch die Leute, zu denen ich nicht mehr gehören will, werden andere. Das ist neu für mich. Ja. Ein letztes kleines vielleicht noch. Wenn etwas gut ist, fällt mir immer ein, was besser wäre. Es wäre besser, wenn mir das nicht einfallen würde. Genau.